Wie bereits im letzten Jahr fand auch die diesjährige mittlerweile 11. Auflage der Mercedes Fashion Night unter freiem Himmel statt. Aus der Erfahrung aus 2020, als es kalt und verregnet gewesen ist, hatte man diesmal ein großes, stabiles Zelt auf den Zwickauer Hauptmarkt gestellt, welches allen möglichen Wetterkapriolen trotzen sollte. Als wir uns am Samstag gegen 11.30 Uhr Richtung Hauptmarkt bewegt haben, war Zwickaus Innenstadt schon richtig gut gefüllt. Am großen Laufsteg ging die erste von mehreren Modenschauen über die Bühne. Unter dem Titel Fashion Styles präsentierten sich die Zwickauer Einzelhändler. Mit dabei Mode Kress, Mode Meier, Designermode von Sarah Linke, Esch Glamour und Style, Brautmoden Kempe und das Seezentrum van Zügel. Auch die Leiterin der Zwickauer Wirtschaftsförderung war am Samstag mit vor Ort und angetan von der Umsetzung des Events. Genau. Und wir haben gemerkt, voriges Jahr, es funktioniert. Die Leute haben weniger Berührungsangst, hier stehen zu bleiben auf dem Hauptmarkt, als, sagen wir mal, die Treppe im Rathaus zu nehmen, wo man auch mit den 3G-Regeln jetzt immer vorsichtig ist und guckt, was kann ich, was darf ich. Und da ist es natürlich optimal auf dem Hauptmarkt und natürlich diesmal ohne Regen. Und natürlich hat man auch die Gastronomen dieses Mal mit einbezogen. Genau, man hat die Bühne so gestellt, dass von den gastronomischen Einrichtungen die Gäste, die an ihrem Tisch sitzen, auch die Show mit beobachten können. Corona hat es ja gezeigt, viele haben online gekauft und ich glaube, gerade diese Aktion ist richtig, welche tollen Läden wir hier in Zwickaus Innenstadt haben. Ja, man sieht's und ich kann nur alle auffordern, gehen Sie einkaufen in der Innenstadt, die Händler brauchen Sie. In unmittelbarer Nähe des großen Laufstegs am Stand des Sportparks Zwickau gab es eine Losaktion für einen guten Zweck. Hier wurden Spenden gesammelt für den schwerkranken Rudi. Ja, Frau Arndt, Sie haben gerade losgezogen. Wir haben es schon am Rande gehört. Was haben Sie denn gewonnen? Ein Foto und ein Autogramm von Joachim Lambi und Probetraining im Sportpark. Super Sache. Und die Lose dienen ja einer guten Sache. Genau. Deswegen denke ich, ist es auch gut, wenn man sich hier auch ein bisschen mit einbringt. Das am Rande der Mercedes Fashion Night. Wir sehen es, ist noch gar nicht so lange hier begonnen worden und es sind ganz viele Leute gekommen. Eine tolle Aktion für die Stadt. Auf jeden Fall. Also ich freue mich riesig, dass die Stadt so voll ist, dass das angenommen wird. Das für das Format und bin froh, dass der Veranstalter mit all den Partnern, die dazugehören, sich auch dieses Jahr wieder bereit erklärt haben, dieses Vorhaben anzugehen. Natürlich war es auch dem Namensgeber des Events eine Herzensangelegenheit, in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein. Also wir freuen uns natürlich sehr, auch nach den ganzen Schwierigkeiten, Corona und, auch dieses Jahr wieder hier uns präsentieren zu dürfen oder können, sage ich mal. Und heute ist der Wettergott mit uns. Also voriges Jahr zur 10. Mercedes Fashion Night, da hatten wir ein bisschen Wäsche mit dem Wetter. Und das haben wir heute anders bestellt und deswegen sind wir froh, dass es heute nicht regnet und sind hier auch mit voller Manpower vorhanden zur Mercedes Fashion Night und freuen uns natürlich, dieses Jahr wieder dort als Hauptsponsor auftreten zu dürfen. Ihr habt eine ganze Flotte an Autos hier aufgebaut. Was ist denn das Besondere jetzt? Geht ja auch mit der Zeit, also E-Mobilität ist auch bei euch ein Thema. Also wir haben sehr viel Wert auf die E-Mobilität heute gelegt. Das sieht man schon im Hintergrund. Wir haben hier alles elektrische Fahrzeuge stehen und haben ein Fahr-Event hier organisiert, dass jeder hier, der Lust und Zeit hat und natürlich noch nichts getrunken hat, sich in das Fahrzeug setzen kann und eine Probefahrt absolvieren kann. Und Highlight bei der ganzen Sache ist heute unser neuer CLS. Der steht im Innenraum mit, ist brandheiß und brandneu und sind wir froh, dass wir den heute auch mit präsentieren dürfen. Wer sich mit der Materie der Mercedes Fashion Night auskennt, der weiß, dass es am Abend mit der Abschlussshow und der Verleihung des Mercedes Fashion Night Awards den eigentlichen Höhepunkt gibt.
Corona-bedingt musste dieses Highlight 2020 ausfallen. Umso größer die Freude, dass die Verleihung in diesem Jahr stattfinden konnte. Damit aber nicht genug. Als Veranstaltungsort wurde das einen Tag zuvor eröffnete, frisch sanierte Gewandhaus genutzt. Insgesamt 5 Absolventinnen des Studiengangs Modedesign der Westsächsischen Hochschule bewarben sich mit ihren Bachelorarbeiten um den Award. Erstmals mit dabei auch 2 Studentinnen aus dem 7. Semester mit ihren Projektarbeiten. Moderiert wurde die Präsentation von Let's Dance-Juror Joachim Lambi und Tina Wojnowski von Radio Zwickau. In der Jury alte, aber auch neue Gesichter. Neben Modenetzwerkerin Mara Michel und Designerin Sarah Linke war in diesem Jahr der Mann des Fundus im Theater Plauen-Zwickau, Tino Helbig, mit dabei. Nach der kurzweiligen Präsentation der 7 Kandidaten war es dann an den Gästen, ihren Favoriten zu wählen. Recht schnell stand dann nach dem finalen Durchlauf die Siegerin fest. Für ihre tragbare und zugleich alltagstaugliche Kollektion Connected wurde Sophie Schrammeck mit dem Mercedes Fashion Award 2021 und 1.500 Euro Preisgeld geehrt. Alle Leidenschaft, die ich hatte, die habe ich da reingesteckt und habe ich gerne gemacht und es hat sich wirklich gelohnt. Wir haben es heute gehört oder wir haben es eigentlich gesehen, das sind Sachen, die man auch im Alltag tragen kann. Das war Ihnen vor allem wichtig? Das war sehr wichtig. Der Komfort ist an erster Stelle und es sollte tragbar sein und zudem auch noch gut aussehen. Die Herausforderungen in diesen Pandemiezeiten, die waren für Sie sicher groß. Wie haben Sie das trotzdem geschafft? Ich habe mir zu Hause ein Atelier eingerichtet und habe mir da eine Wohlfühlzone quasi eingerichtet. Und so war das Arbeiten eigentlich natürlich unter den Bedingungen trotzdem gut machbar. Wie werden Sie jetzt weiterarbeiten? Also ich werde jetzt bald meinen Master noch beenden und wie ich schon angekündigt habe, werde ich dann auch eigene Designs unter meinem Namen verkaufen. Das ist so der Wunsch und der Weg, wohin es gehen soll. Wir haben es ja bei Sarah Linke gesehen. Sie ist ihren Weg gegangen und ich denke, der Weg wird jetzt auch für Sie bereitet. Es ist ein Vorbild, das kann ich nur dazu sagen. Auch für Jurymitglied Sarah Linke war dieser Abend eine emotionale Angelegenheit. Genau wie die Gewinnerin hat ihr Weg hier begonnen. Das ganze Event, phänomenal. Also die Studentenarbeiten waren genial. Ich habe es ja gesagt, man sieht die Arbeit, die da drin steckt. Man sieht, dass es tragbar ist. Also das phänomenal. Und für mich natürlich persönlich emotional, weil ich jetzt endlich, nachdem ich jahrelang gefragt wurde, wann machst du dein Brand, heute den Kickoff hatte. Und ja, das war natürlich was ganz Besonderes. Also wir haben da Herzblut und auch Leidensdruck reingesteckt und jetzt ist es fertig. Ich glaube, es braucht solche Leute wie dich und junge Leute, die hier nachziehen. Einfach die was bewegen in dieser Stadt oder in unserer Region. Klar, davon kann es nie genug geben und ich kooperiere auch gern mit jedem, der Lust hat, also ja, was zu machen. Aber dann sehen wir uns ganz sicher nächstes Jahr an gleicher Stelle wieder. Sicher, ich hoffe. Für Veranstalter Graus Event war die diesjährige Organisation schon eine logistische Herausforderung. Man hat Matthias Graus angemerkt, dass ihm am Ende der sprichwörtliche Stein vom Herzen gefallen ist. Ja, das kann man so sagen. Auf der einen Seite war es eine schwierige Vorbereitung, weil keiner so richtig wusste, wie funktioniert das alles mit den 3G-Regeln, mit dem ganzen Thema. Auf der anderen Seite ist es für uns ja absolutes Neuland. Da muss man auch mal Dankeschön sagen, auch ans Theater, an die Stadt Zwickau, dass wir das hier so umsetzen konnten. Ich glaube, ein volles Haus, viele Leute, die ich glaube, mit einem unwahrscheinlich positiven Erlebnis nach Hause gehen. Der Handel hat heute schon wirklich gut davon partizipiert und profitiert. Das Wetter war eigentlich ganz gut, es war trocken und ja, ich bin jetzt aber froh, dass es wirklich alles so über die Bühne gegangen ist und ich glaube, alle sehr, sehr glücklich sind. Der Termin fürs nächste Jahr steht fest? Ja, 17. September, da wollen wir ja neu angreifen, haben auch schon die eine oder andere neue Idee und ja, ich glaube, es kann immer weitergehen. Der Event ist ganz wichtig für Zwickau. Für den Unterhaltungsfaktor und jede Menge Professionalität stand auch in diesem Jahr wieder Joachim Lambi. Eine Ehre und eine Freude. Und hoffentlich geht's weiter. Übrigens, wenn das Hemd frei ist, Paul Panzer freut sich. Ich werde
nicht dieses Mal diesen Fauxpas ersparen. Sie Welchen? Sind ein Urgestein der Mercedes Fashion Night. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wie haben Sie es diesmal empfunden? Ja, nach einjähriger Pause sozusagen ist neue Location, tolles Gewandhaus, schöne Stimmung. Die 7 Bewerberinnen haben tolle Arbeiten abgegeben. Viele sehr massenkompatibel, um das mal so zu sagen, also tragbar sofort. Und war ein toller Abend. Mein Favorit war wirklich die Gewinnerin. Wer war Ihrer? Meine auch. Sie hat wahrscheinlich auch hinterher gewonnen, weil sie so tragbar war. Obwohl ich die Nummer 4 davor, auch mit den Ideen, das war das junge Bewerberin mit dem Hut, fand ich auch großartig. Also zwischen den zweien habe ich geschwankt. Aber trotzdem, Chapeau, diese Kreativität genau in diesen Zeiten, was hier entstanden ist. Wir brauchen diese Kreativität und diese jungen Leute liefern das ab. Das ist toll und wir können nur hoffen, dass viele nachkommen, die diese Kreativität haben. Davon lebt die Mode, davon lebt die Kunst, davon lebt alles. Und die jungen Leute sind die Zukunft. Wir haben heute gesehen, es ist gute Zukunft da. Dann freuen wir uns, Sie im nächsten Jahr hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Schönen Abend. Angeregt wurde am Ende dieser 11. Mercedes Fashion Night von Jurymitglied Mara Michel, dass man doch anstelle einer 3 Kollektionen prämieren solle. Vielleicht findet sich ja der eine oder andere Sponsor, der hier unterstützend zur Seite steht.